Moin Leute, ich bin's Timo von Waldkult. Ich bin heute mit der Gruppe Wandern und Fernwandern von Facebook mehr oder weniger unterwegs. Mit mir zusammen da ist der Manuel Anbrack. Hallo. Und noch eine ganze Wandergruppe. Und ja, wir gehen heute ein bisschen wandern. Und wenn ihr Lust habt dabei zu sein, dann seid wieder dabei. Ja, wir laufen zusammen hier die Schlossbergtour. Das ist ein Premium-Wanderweg und ja, wie man hier schon sehen kann, wunderschön. Leute, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, aber das ist der Matthias Dittgen. Den müsste man eigentlich kennen, wenn man YouTube ordentlich guckt. Der hat auch so einen Outdoor-Kanal und so. Servus. Ich werde ihn euch mal unten verlinken, könnt ihr euch gerne angucken. Ist auf jeden Fall mal ein Klick wert und lasst ein Abo da. Outdoor Buddy on Tour. Genau. Also jetzt wird es alpin. Ja, waren schon die ganze Zeit die Hinweisschilder, stumpfer Gipfel. Und jetzt geht es hier bestimmt tatsächlich, würde man sagen, 40 Höhenmeter hoch. Hart. Ja Leute, wenn das nicht Hardcore-Wandern ist, dann weiß ich auch nicht. Du hast ja gerade Glück gehabt, du hast die Kamera so hingestellt, dass du meine sexy Knie mit auf dem Bild hattest, weil... Ich trage Shorts, gut, es ist irgendwie gefühlt nah am Gefrierpunkt heute, trotz 1. Mai. Aber die Knie von Männern sind das Körperteil, das Frauen am meisten anmacht. So dürfte nie eine Premium-Wegemarkierung angebracht werden. Das ist eine Stirnmarkierung, ist klar. Premium-Wege müssen immer Backenmarkierungen haben. Weil das Schild sehe ich ja erst, wenn ich irgendwie quasi direkt davor stehe. Ne? Natürlich hat der Schildermann hat sich gedacht, Mensch, ein Schild reicht ja auch. Aber das, wenn das Schild hier ist und hier, dann sehe ich natürlich von sehr viel weiter weg, wie hier zum Beispiel, da kann man das nächste Schild, sehen wir schon von hier aus, ne? Das ist ein Fall, aber egal. Und deswegen Premium-Weg immer Backen, Stirn. Hier den Pilz, den habe ich auch schon gemeldet. Das ist sensationell, das müsste man nehmen. Hier, ich glaube, die Seite heißt wanderpilze.de. Da kann man deutschlandweit sämtliche Pilze sehen. Und, ne, also das müssen aber Unterstände sein mit einem Pinocke. Es dürfen nicht auf Stäben sein. Wanderpilze.de. Ja, geht da drauf. Das ist ein Knaller. Ja, Leute, hin und wieder geht es hier mal bergauf. Und das ist auch gar nicht so unanstrengend. Ich mit meinen 32 Jahren merke das besonders in den Knochen. Fängt schon an.
aber klar gemacht, wie international diese Wanderung bestückt ist. Ja, hier sind Menschen aus Darmstadt, aus Heidelberg, aus Baden-Baden. Hinter uns Rheinbach bei Bonn, Mendig, Wolfsburg, ja. Vorne Belgien, Deutsch-Belgier. Dann irgendwie der Mann hinter der Kamera ist aus Marl. Ja, und sogar Saarland. Verrückt. Verrücktes Deutschland. Ja, die Geräusche der Natur. Mach mal den Text. Bum, 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 bum. Ich bringe euch alle um. Bum, 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 bum. I want you in my room. Simon, ich weiß gar nicht, warum wir weiterwandern und nicht da geblieben sind bei der Party. Ja, weiß ich auch nicht. Ja. Deswegen habe ich immer meine Pornobrille dabei. Ich glaube, wir waren gar nicht eingeladen. Ja, mittlerweile ist es richtig schön warm geworden. Die Sonne kommt hier immer wieder durch die Wolken durch. Wir haben richtig Glück mit dem Wetter. Und ja, es ist eine schöne Tour. Die ganzen Düfte vom Waldboden hier, der Nadelduft und alles. Wunderbar. Steigt mir alles in die Nase. Also ich freue mich wirklich einen Ast ab, dass ich heute hier sein darf und wirklich mal so eine kleine, schöne, gemütliche Tour laufe. Übrigens mit sehr netten Leuten, die sind alle, die Gruppe, die Wandergruppe ist wieder mal wirklich Spitzenklasse. Mahlzeit, Leute, wir sind jetzt hier in einer wunderschönen Fischerhütte und werden uns da erstmal was genehmigen zu essen, weil wir haben alle schon einen riesen Kohldampf. Haben jetzt circa 9 bis 10 Kilometer hinter uns und ja, genießen unser Leben. Ne? Ist wunderschön, die Sonne ist da, alles ist super. Ich bin einfach glücklich. Ist so. Heute wunderschön gelegen hier, der Wanderweg. Wir haben hier nur Naturboden quasi. Naturbelassenen Boden und ja, lässt sich sehr schön wandern. Wir waren gerade in so einem wunderschönen Tal, wo man wirklich schön laufen konnte und war einfach interessant. So Leute, wir sind wieder am Schloss angekommen. Ich hoffe, euch hat die kleine Wanderung gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Timo von Waldkult.